sieht gerade in diesem Bild, der Bundespräsident hat ein Päckchen in der Hand. Das haben Sie ihm in die Hand gedrückt. Was war das? Ich habe ihm eine CD aus unserer Stadt mitgebracht. Mhm. Und zwar haben wir eine Orgel, auf der Mozart vor ganz vielen Jahren gespielt hat. Das ist die Mozart-Orgel, so heißt sie. Und diese CD habe ich ihm mitgebracht und er hat sich also sehr drüber gefreut. Das war eine nette Geste. Ja. Wie war es denn sonst so beim Bundespräsidenten? Anstrengend. Oho, ja. Warum das? Man musste sehr, sehr lange stehen, bis man dann endlich zu ihm gehen durfte. Mhm. Und dann konnte man ein paar Worte mit ihm reden. Ja. Und das war sehr nett. Seine Frau ganz toll, ganz nett. Anschließend durfte man dann in der Mitte stehen und für die Kamera posieren. Mhm. Also ja, war toll. Aber es ist dann schon ein langer Anlauf für diese 30 Sekunden, 60 Sekunden. Wie lang war es dann so? So zwei Minuten vielleicht. Ja. Ja, sehr lang. Ein Riesenprotokoll, was man durchlaufen musste. Mhm. Und ja, so vier Stunden stehen musste man einplanen. Oh, das ist dann doch eine Herausforderung. Ja. Aber das war es trotzdem wert? Ja. Ja, sagt sie klar und deutlich raus. Ja. Und was er da gesagt hat und was mit so einem Besuch verbunden ist und was man tun muss, um eingeladen zu werden, vielleicht irgendwann mal, darüber werden wir nachher sprechen. Schön, dass Sie bei uns sind. Okay, danke. Jetzt wieder zu Barbara Liebsch. Wir hatten ja schon Anfang der Stunde kurz mit ihr gesprochen über ihren Besuch beim Bundespräsidenten. Da war sie vor gut zwei Wochen eingeladen, Frau Liebsch. Die Aufregung dieses Tages hat sich gesetzt. Was ist Ihnen so besonders in Erinnerung geblieben von diesem Besuch? Es war sehr interessant, einmal der Abend vorher, wo man das Schloss Bellevue mit Führung anschauen durfte und am nächsten Tag dann eben die Ehrung oder das Geehrtwerden. Schwierig war das lange Stehen. Es wurde also nach Alphabet aufgestellt und wir waren 70 Personen am Anfang, die normalen Bürger. Danach kamen dann die ganzen Angehörigen aus Ländern. Mhm. Selbst die Bundeskanzlerin war da. Oh. Ich denke, sie musste auch ziemlich lange warten. Ja, und toll war es natürlich, wenn man dann dran war, einfach hinzugehen und zu sehen, schon ein ganz toller Mann, ihm die Hand zu geben, ihm ein schönes neues Jahr zu wünschen, genauso wie seiner Frau. Was hat er denn zu Ihnen gesagt? Tja, was hat er gesagt? Schön, dass Sie da sind. Er gab einem das Gefühl einfach, ja, jetzt bist du dran und es hat sich gelohnt, dass du gekommen bist und ich freue mich persönlich, dich zu sehen. Mhm. So ein Gefühl hatte man von ihm. Also er hat jeden dann in diesem Moment in den Mittelpunkt gestellt und nur ihn gesehen oder sie gesehen und nichts drumherum. Das ist gut. Wie kommt man denn dazu? Wird man da vorgeschlagen, oder? Ja, das wusste ich zum Anfang auch nicht. Wir haben das eigentlich erst dort bei der Information erfahren, wie das geht. Also das wird an das Land gegeben, also bei mir Rheinland-Pfalz. Das Land gibt es dann weiter an den Kreis. Und der Kreis sucht dann aus den Leuten, die vom Land vorgeschlagen werden, eben entsprechende Personen aus. Also ich wusste es gar nicht, war ein Zufall, dass ich es erfahren habe. Ich wurde von einer Bekannten gefragt, hast du Post bekommen? Ich sage, nee, von wem? Ja, vom Bundespräsidialamt. Ich sage, ja, das habe ich gedacht, ist nicht für mich. Ja. Ich habe erst gedacht, für meinen Mann, aber der ist schon lange verstorben. Und war total überrascht. Also da kommt dann so ein Kuvert mit Brief und Siegel des Bundespräsidenten. Ja. Und was steht da dann drin? Ist da dann auch gleich Dresscode und Protokoll und alles drin? Da steht also drin, wir laden Sie herzlich ein. Mhm. Wir bitten Sie, Bescheid zu geben, ob Sie kommen können. Wir möchten gerne, dass Sie dann das oder jenes anhaben, also entweder Kostüm oder Kleid, also nichts mit Jeans und so. Ja, und das macht man dann und dann fährt man dahin und denkt, hoffentlich geht alles gut. Ja, es ist ja ganz offensichtlich gut gegangen. Ja. Aber mit dem Händeschütteln ist es ja dann nicht zu Ende. Es geht ja dann noch weiter. Man kriegt ja schon noch was geboten. Ja, man darf dann also an den beiden, sprich Bundespräsident, plus Frau vorbeigehen, wird dann in ein Zimmer geführt, wo
vor dem Saal, wo es anschließend Essen gab, wo sich dann alle trafen, selbst die Politiker. Mhm. Man hatte Gelegenheit, mit den Politikern dann zu sprechen. Ich traf also den Herrn Beck, der ja vorher Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz war. Ja. War also ganz toll. Er wusste auch noch, wer ich war. Na super. Weil wir uns beim Tanzen des Öfteren mal getroffen haben. Ja, und dann wurde man eingeladen zum Drei-Gänge-Menü. Das war sehr nett. Dann gab es noch was Ordentliches zu essen, auf die ganze Anstrengung. Yeah. Und Tanzen, das war jetzt gerade schon ein guter Stichwort, weil das war natürlich der Grund vor allem, warum sie beim höchsten Mann im Staate geladen war. Also es ist mehr als nur Tanzkurs, es ist Fürsorge, Führung, Tuchfühlung, ein buntes Gemisch aus allem. Ja. Was mögen Sie an dieser Arbeit? Als ich die Kinder noch aktiv betreut habe, war das für mich eine tolle Sache, mit ihnen zu spielen, sich hinzusetzen, mit ihnen zu tanzen, ihnen was beizubringen, ganz viel Liebe zurückzubekommen. Mhm. Im Moment mache ich ja jetzt mehr die Beeinträchtigten. Mhm. Das sind also Erwachsene, die sind zwischen 23 und 60 Jahre alt. Und auch da haben wir Bilder, mit denen tanzen Sie auch. Ja, ne? Ja. Wenn wir die vielleicht mal einspielen können, dass man so sieht, wie Frau Liebsch mit Ihnen zusammen da übt und arbeitet. Also es sind so einfache Choreografien, die Sie da einstudieren. Ja. Wahrscheinlich ist auch das Vermögen der einzelnen Personen sehr unterschiedlich. Ja, also ganz unterschiedlich. Man sieht das also auf den Bildern. Mhm. Wir haben also jemanden, der in einem Liegerollstuhl dabei ist, sich äußern kann nur über die Augen, nur über die Hände. Sie bedarf unheimlich viel Ansprache, freut sich aber ganz, ganz viel, wenn man sie anspricht. Dann gibt es wieder welche, die sie nicht ganz so stark beeinträchtigt. Dann gibt es welche, die sich nicht einbinden lassen. Wir sind also immer mit ein paar Leuten dort, weil die Aufsicht ja gewährleistet sein muss. Mhm. Ja. Da sieht es jetzt ganz harmonisch aus und das läuft ja auch schon ganz gut. Also bis hin zu Auftritten, die Sie auch mit Ihrer Truppe dann schon absolvieren, ne? Ja, wir machen Auftritte und das ist natürlich immer ganz spannend für die Truppe. Das machen sie mit einer ganz, ganz großen Begeisterung. Und ja, sie warten eigentlich drauf, bis ich komme und sage, da haben wir wieder einen Auftritt. Da seid ihr wieder gefragt und das finden sie. Dann wird wieder geübt und Ehrgeiz entwickelt. Sie werden wahrscheinlich auch vermisst, wenn Sie mal, Sie können ja auch mal krank sein oder den Fuß verknackst haben oder so, oder? Ja, gibt schon jemanden, der dann sagt, die Barbara ist heute nicht da, ich setze mich hin, ich tanze heute nicht. Ehrlich? Ja. Und dann setzen Sie sich in die Ecke und nehmen nicht teil? Gucken zu. Weil die Barbara nicht da ist. Ja, genau. Das ist schön. Das heißt, Sie kriegen auch viel zurück. Es ist viel Arbeit, viel Anstrengung. Ja. Aber dieses Gefühl, ich werde gebraucht, gemobbt. Also kommt unheimlich viel zurück. Ich habe ja noch einen Kollegen, der mir hilft, auch hier ganz toll die Kommunikation untereinander. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, die da im Rollstuhl lag, sie liebt zum Beispiel, Thaddäus heißt er, wenn er zu ihr hinkommt und sagt, oh Silke, toll, dann gehen alle Sonnen auf. Aber ja. Liebe Frau Liebsch, ich finde das großartig, was Sie da machen und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie noch lange fit und gesund bleiben, damit Sie dieses Ehrenamt weitermachen können. Ich glaube, da hat der Bundespräsident eine gute Wahl getroffen, dass er Sie geehrt hat. Dankeschön. Ich bedanke mich. Wollen wir mit rübergehen, noch kurz an den Tisch? Unser Süppchen, das nicht nur in Krankheitsfällen hilft, Barbara, ne? Das ist auch sonst ein... Das ist auch so, ja. Man könnte Kartoffel noch, ist immer gut, ja. Und es wärmt und bei diesem Wetter da draußen ist es sowieso allemal. Einen guten Appetit wünsche ich. Dankeschön. Liebe Frau Liebsch, es ist viel Aufregung in letzter Zeit, ne? Wo Sie überall hinkommen mit dieser Einladung. Ja, stimmt. Hätte ich auch nicht gedacht. Und soll ich ehrlich sein? Ja, unbedingt. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Ehrlich? Nein, ich bin nicht so gerne im Mittelpunkt. Aber das haben Sie sich doch verdient über die vielen Jahre. Aber es ist Ihnen unangenehm, oder? Ja, ist mir nicht so. Aber dafür haben Sie sich hier bei uns, ich meine, Sie sind ja intim und nicht alleine bei uns, aber sehr souverän geschlagen und sehr nett erzählt, oder? Ja, toll. Ja. Hätten wir es nicht gemerkt, wenn Sie es nicht gestanden hätten. Auch ein tolles Team. Vielen Dank. Sehr gerne. Und